Die Chatkontrolle, der Vorschlag der EU-Kommission, ist der größte Angriff auf unsere Bürgerrechte seit Jahrzehnten. Das bedeutet, dass in ganz Europa alle Nachrichten nicht mehr end-to-end verschlüsselt werden können. In Zukunft sollen also Staaten die Möglichkeit haben, grundsätzlich mitzulesen, bei allem, was du privat an deine Freunde, Bekannte, Familie, an deine Erasmus-Bekanntschaft, vielleicht auch deine Tinder-Bekanntschaft schreibst. Das ist ein riesiger Angriff auf deine Bürgerrechte und dein Recht auf Privatsphäre. Es ist auch nicht mit EU-Recht vereinbar. Das sagen auch der juristische Dienst der Mitgliedstaaten und der wissenschaftliche Dienst des Europäischen Parlaments. Aber leider ist die EU-Kommission blind für diese Expertenkritik und setzt weiter darauf, die Chatkontrolle durchzudrücken. Das müssen wir unbedingt verhindern. Denn wir haben auch schon 2019 gesehen, bei den Upload-Filtern. Auch da gab es ganz, ganz viel Expertenkritik und trotzdem wurde das Gesetz am Ende beschlossen. Das darf uns dieses Mal nicht passieren. Deswegen wollen wir die Stärke Europas in dieser Kampagne nutzen. Lasst uns ein Erasmus für Bürgerrechte organisieren. Wir müssen in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union gegen diesen Vorschlag mobil machen. Und dazu nutzen wir eure Erasmus-Bekanntschaften. Deshalb haben wir eine Website erstellt. Du kannst auf dieser Website alle Argumente gegen die Chatkontrolle finden und noch viel besser, dank ChatGPT kannst du sie in alle europäischen Sprachen übersetzen und an all deine Bekannten im europäischen Ausland verschicken und so dafür sorgen, dass wir unsere Argumente gegen die Chatkontrolle in ganz Europa verbreiten können. Mit dieser Kampagne nutzen wir europäische Werte, nämlich dass gemeinsam Vielfalt in Europa gelebt werden kann, um gegen diesen Angriff auf unsere Bürgerrechte zu demonstrieren. Deswegen macht mit, helft mit, die Chatkontrolle zu stoppen unter stopchatcontrol.eu. Let's do this.